So ist obligatorisch ist natürlich noch die Nachfrage zu unserer Kategorie eben, ob jemand da ist von den Angesprochenen, um diesen Preis entgegenzunehmen. Der Innenminister, Herr Ulbich vielleicht, oder sonst jemand vom sächsischen Ministerium, der den Big Brother Award entgegennehmen möchte. Dem ist nicht so. Machen wir weiter. Ja, ist schon erstaunlich. Vor 10 Jahren, da hätte man auf die Frage, wie, du bist nicht bei Facebook, mit Sicherheit nur in fragende Gesichter geschaut. Bei wiederholten Nachfragen und beim Bestehen darauf, kannst du vielleicht mal den Gefällt-mir-Button klicken? Da wäre man selbst vor 9 oder 8 Jahren noch in die psychiatrische eingeliefert worden. Facebook wurde erst 2004 gegründet. Heute sind bereits 10-mal so viele Menschen bei Facebook, wie Deutschland Einwohner hat. Das ist moderne Kommunikation. Facebook hat ja auch im vergangenen Jahr den Big Brother Award in der Kategorie Kommunikation erhalten. Schauen wir mal, wer ihn in diesem Jahr bekommt. Die Laudatio in dieser Kategorie hält Rena Tangens vom Föbot. Herzlich willkommen. Der Big Brother Award in der Kategorie Kommunikation 2012 geht an die Cloud. Die Cloud als Trend, den Nutzerinnen und Nutzern die Kontrolle über ihre Daten zu entziehen. Aber warum das denn? So eine Schäfchenwolke, die sieht doch nett aus. Und die sind voll im Trend. Bei der diesjährigen CeBIT wurde über kaum was anderes geredet als über Cloud Computing. Na, dann gucken wir sie uns doch mal genauer an, die Schäfchenwolke. Wo ist da eigentlich der Preisträger? Also das ist wie beim Tatort. Wo ist eigentlich hier der Verdächtige, der Täter? Wir sind uns da noch nicht so ganz sicher. Also, wo ist der Preisträger? Es sieht so aus, als sei gar niemand so richtig verantwortlich. Näher herangehen, mal gucken. Auch von Namen gesehen sieht das eher nach Nebel aus. Bevor Sie jetzt blind der Nebelschlussleuchte Ihres Vormannes nachfahren und auch Ihre Daten ach so einfach in der Cloud abspeichern, versuchen wir mal etwas Aufklärung zu bringen. Was ist überhaupt eine Cloud? Eigentlich ist das gar nicht so schwer. Eine Cloud ist ein Computer oder mehrere Computer, das weiß man nicht, weil man die Cloud eben nicht sehen kann. Klingt komisch, ist aber so. Cloud bedeutet, dass man irgendeine Infrastruktur, irgendeine Software oder irgendeinen Speicherplatz auf irgendeinem Rechner oder mehreren Rechnern benutzt, die diesen Service übers Netz anbieten, und zwar immer so viel, wie ich gerade brauche. Wer, was, wo, wie viele? Kann mir doch egal sein, das ergibt sich alles irgendwie und solange es funktioniert, ist doch alles super. Frei nach dem Motto, was ist schon mit Atomkraft? Mein Strom kommt aus der Steckdose. Die Cloud ist undurchsichtig, zumindest für die Nutzerinnen und Nutzer. Was passiert da eigentlich wo? Für die Nutzerin geht der Unterschied zwischen, das habe ich auf meinem Rechner gespeichert und das wird da irgendwo online abgelegt, inzwischen völlig verloren. Und den Anbietern der Dienste ist das durchaus recht so. Denn es soll ja vor allem einfach sein. Aber wer mehr wissen will, dann doch, bei seinem Flug durch die Wolke, der sucht vergeblich nach dem Kabinenpersonal. Kennen Sie die schöne Geschichte aus der Netzfrühzeit, in der die Computerbetriebssysteme DOS, Unix, Mac, Windows mit Fluglinien verglichen wurden? Windows sieht nett aus, stürzt aber unvermittelt ab. Bei Unix dürfen alle mitdiskutieren, wie das Flugzeug aussehen soll und müssen aber auch mit anfassen beim Zusammenbauen. Bei der Macintosh Airline sehen alle Angestellten gleich aus, egal ob Bodenpersonal, Pilot oder Steward. Und wenn Sie dann eine Frage haben, dann doch, dann klopft man Ihnen auf die Finger und sagt, das brauchen Sie nicht wissen, das wollen Sie auch gar nicht wissen und jetzt gehen Sie zurück an Ihren Platz und gucken einen Film. So ungefähr läuft das auch bei der Cloud. Die Grenze zwischen Nutzerfreundlichkeit und Bevormundung durch Technik ist nicht nur bei Apple seit längerem überschritten. Die persönlichen Daten irgendwo im Bits- und Bytes-Nebel, viele fürsorglich umwölkte Nutzerinnen denken, dass ihre Daten ihnen gehören und dass nur sie selbst sie wieder aus den Wolken holen könnten. Weit gefehlt.
Wer sich ein bisschen mehr Gedanken macht, sucht sich einen Cloud-Anbieter, dessen Rechnerparks in Europa stehen und denkt, Server in Europa, alles gut. Hier, denn hier sind die Datenschutzgesetze ja viel besser als auf der anderen Atlantikseite. Hustekuchen. Anders als viele Privatanwender, aber auch Firmenkunden denken, ist es egal, ob sich die Rechner der Cloud in Europa, in den USA oder anderswo befinden. Sobald die Betreiberfirma eine amerikanische ist, muss sie den amerikanischen Behörden auch Zugriff auf die Daten auch europäischer Kundinnen und Kunden geben. Dazu ist sie nach dem US-Gesetz, nach dem Antiterrorgesetz Patriot Act verpflichtet und auch nach dem FISA Amendments Act von 2008, Absatz 1881. Da steht nämlich Remote Computing Services und genau das meint die Cloud. Kaspar Bauden, der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Microsoft Europe, der 2011 gefeuert wurde, wird nicht müde, auf diesen Punkt hinzuweisen und den Datentransfer von Europa in die USA anzuprangern. Auch ENISA, übrigens die EU-Agentur für Netzsicherheit, warnt, dass europäische Unternehmen beim Cloud Computing leichtfertig sensible Daten aus den Händen geben. Ganz konkret geht das auch. Microsoft räumte im Juni 2011 ein, europäische Daten aus seinem Cloud-Dienst Office 365 an US-amerikanische Regierungsstellen weiterzureichen. Microsoft könne auch nicht garantieren, dass die betroffenen Nutzerinnen und Nutzer benachrichtigt würden. Denn die Geheimdienste können sie per Maulkorb-Erlass zwingen, die Maßnahme zu verschweigen. Auf Englisch heißt das Gagging Order. Ein Unternehmenssprecher von Google folgte übrigens im August 2011 und erklärte, dass Google schon mehrfach Daten europäischer Nutzer an US-amerikanische Geheimdienste weitergegeben habe. Und an dieser Stelle wird die Schäfchen zur Gewitterwolke. Denn hier kollidieren amerikanische Sicherheitsgesetze mit dem deutschen Grundrecht, das 2008 vom Bundesverfassungsgericht im Urteil gegen die Online-Durchsuchung postuliert wurde. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Jetzt alle nach meinem Chor. Das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Dabei gibt es dadurch auch noch das Safe Harbor Abkommen, also der sichere Hafen zwischen USA und EU, durch das das amerikanische Unternehmen zusichern kann, europaähnliche Datenschutzregeln einzuhalten. Microsoft, Amazon, Google, Hewlett-Packard und Facebook gehören dazu. Doch die Unternehmen zertifizieren sich selbst, ohne unabhängige Kontrolle. Die sogenannte Galaxia-Studie stellte 2008 fest, dass von 1.597 amerikanischen Unternehmen, die in der Safe Harbor-Liste drinstehen, mal gerade 348 auch nur die formalen Voraussetzungen erfüllen. Das ist doch eine großartige Quote. Safe Harbor bedeutet also mitnichten sicherer Hafen, sondern eher sowas wie Fata Morgana. Denn lüften wir den Nebel noch einmal weiter und blasen uns den Blick auf die Beweggründe der Cloud-Anbieter frei. Die müssten ja nicht unbedingt die Daten in einer Form aufbewahren, dass die Dienste da dran kommen. Das muss ja nicht unbedingt in ihrem Interesse sein. Warum schützen sie also die Daten der Kundinnen und Kunden nicht besser? Es gibt doch mittlerweile viele schöne Worte in den Nutzungsbedingungen aller. Ihre Privatsphäre ist uns wichtig und wir sind uns des Vertrauens bewusst, das unsere Nutzer in uns setzen und unserer Verantwortung, ihre Privatsphäre zu schützen. Und so weiter und so fort. Der Datenschutzexperte Christopher Segoyan nennt das passenderweise Privacy Theater, also Datenschutztheater. Tatsächlich machen die Cloud-Anbieter keinerlei Anstrengungen, die Nutzerinnen und Nutzer zu schützen und eine starke Verschlüsselung auf ihren Rechnern anzubieten. Aber warum eigentlich? Da gibt es mehrere Gründe. Der Cloud-Anbieter Dropbox zum Beispiel spart schlicht Speicherplatz, indem er die Hashwerte der Dateien der Nutzer vergleicht und wenn der gleiche ist, die Datei nur einmal abspeichert, auch wenn sie vielen gehört. Dropbox versprach Nutzern eine sichere Verschlüsselung, doch tatsächlich hat Dropbox den Generalschlüssel. Auch Apple kann verschlüsselte iCloud-Daten einsehen und behält sich in den Nutzungsbedingungen vor, die Daten zu entschlüsseln und weiterzugeben, wenn sie es für angemessen halten. Google, Amazon und Facebook etc. haben noch einen weiteren wichtigen Grund. Ihre Dienste sind gratis.
und sie finanzieren sich deshalb durch Werbung. Und um Werbung auf die Nutzerinnen und Nutzer gezielt, kontextabhängig und auch psychologisch abzustimmen, damit das gut funktioniert, müssen die Firmen die Inhalte der Nutzer lesen können. So einfach ist das. Warum aber lassen sich so viele Menschen und Firmen auf das Cloud Computing ein? Vielleicht, weil sie einfach den Verstand ausschalten, sobald sie das Wort gratis hören. Erstmal alles nehmen, kostet ja nichts. Bei der Wahl zwischen kurzfristigem ökonomischen Vorteil und einem langfristigen abstrakten Wert wie der Privatsphäre zieht der abstrakte Wert fast immer den kürzeren. Klar, Cloud ist praktisch und günstig, aber sie bedeutet eben auch, sich der Kontrolle eines gewinnorientierten Konzerns auszuliefern, der die Regeln bestimmt und bei Bedarf sie willkürlich auslegen kann. Wer viel über mich weiß, hat mich in der Hand. Sorry, liebe investigative Journalisten, wer einen Gmail-Account zur Kommunikation mit Informanten benutzt und seine Dokumente mit der Redaktion auf Google Docs teilt, handelt fahrlässig. Wer wie WikiLeaks Speicherplatz bei Amazon als Mirror mietet, darf sich nicht wirklich wundern, wenn der unter politischem Druck plötzlich gesperrt wird. Und der Aachener Fotograf, der künstlerische erotische Fotografien, wohlgemerkt keine Pornografie, im persönlichen Bereich einer Cloud abspeicherte und sich dann wunderte, als ihm mit Sperrung des Zugangs gedroht wurde, sollte er das Material nicht binnen 48 Stunden entfernt haben, na, der hatte halt die Nutzungsbedingungen nicht gelesen. Also ich vermute irgendwo auf Seite 68 von 71 in hellgrau gedruckt, Dreipunktschrift, wo steht, dass anstößiges Material nicht in der Cloud gespeichert werden darf. Diese Beispielreihe könnten wir endlos fortsetzen. Die Cloud kommt modern, bequem und flexibel her. Tatsächlich markiert die Cloud als Trend allerdings einen Rückschritt vom intelligenten Personalcomputer zurück zum dummen Terminal am Großrechner. Nur, dass das dumme Terminal jetzt Smartphone heißt und der Großrechner Internet. All diese Geräte werden dafür designt, dass sie uns ständig online, man kann auch sagen an der Leine, behalten. Das heißt in ständiger Verbindung zum und in Abhängigkeit vom Internet. Richard Stallman, Gründer der Free Software Foundation, hat es auf den Punkt gebracht. Er nannte die Cloud eine Verschwörung, um den Nutzerinnen die Kontrolle über ihre Daten zu entziehen. Und es spricht einiges dafür, dass er damit recht hat. Und jetzt alle im Chor. Wenn ich für den Service einer Firma nichts bezahlen muss, bin ich nicht die Kundin, sondern das Produkt, das verkauft wird. Den sollten wir uns alle als Merksatz an dem Badezimmerspiegel kleben. So schön es wäre, sich Speicher- und Rechnerkapazitäten ganz nach Bedarf mit anderen zu teilen, ob es vertrauenswürdige Cloud-Dienste überhaupt geben kann, das muss erst erforscht werden. Ein entsprechendes EU-Projekt läuft gerade beim unabhängigen Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein, wo wir es in guten Händen wissen. Um zwei andere Punkte werden wir uns allerdings selbst kümmern müssen. Wir müssen uns energisch in die gerade laufende Gestaltung der neuen europäischen Datenschutzrichtlinie einmischen und für eine Einschränkung des Datentransfers in die USA stark machen. Dafür wollen wir mit mehr Kräften nach Brüssel, denn die amerikanischen Lobbyisten, die sind schon da. Und wir müssen unsere eigene digitale Mündigkeit bewahren. Das bedeutet vor allem, uns technisch und juristisch immer wieder neu kundig zu machen und nicht immer den bequemsten Weg zu gehen. Eigentlich mögen wir Wolken. Wie langweilig wäre der Himmel ohne sie? Und der Regen braucht ja schließlich auch ein Transportmittel. Und wir lieben auch die ebenso verschrobene wie charmante britische Cloud Appreciation Society. Das ist die Gesellschaft zur Wertschätzung der Wolken. Aber vielleicht ist die Wolke ja auch das falsche Bild. Und eigentlich handelt es sich um eine alte Bekannte. Eine Datenkrake, die sich nur mit einer Wolke aus Tinte vernebelt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank, Irina Tangens. Wir haben es gehört, der Preisträger ist ja eher so in die Richtung virtuell einzuordnen. Also spare ich mir die Frage, ob jemand da ist, der den Preis entgegennehmen möchte.